Moin Moin, hier ist mal wieder der Squadronenfreund Aggressor für euch am Start. Was geht ab? Einiges bei mir auf jeden Fall. Nämlich zocken. Zocken, zocken, zocken. Und wir spielen mal wieder Ancient. Wow, ja, warum nicht? Mit den guten Elite-Waden und so. Aber diese, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich teste es einfach mal aus, nur Waden zu bauen. Obwohl diese Archivare sind natürlich schon nice. Aber diese Waden, die sind einfach so massiv und knallen einiges weg. Erstmal starte ich wieder mit einer Wade. Und dann mal gucken. Aber wäre mal interessant zu sehen, wenn man nur Waden baut, wie das abgeht. Könnte man doch eigentlich mal testen. Waden und Elite-Waden. Die Elite-Waden rocken definitiv einiges weg. So, Ancient. Gogo. Titulus, Cavallon, Katzno. Wir haben auch alle Namen, ne? Vertigo. Ein Film ist das doch, Vertigo. Irgendwas. So ein Bergsteigerfilm war das, glaube ich, ne? Nein, wir spielen kein Chaos. Dann geh raus, wenn du Chaos spielen möchtest. Oder geh, 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 aber geh mit Gott. Oder ohne ihn. Ist mir auch egal. Ne? Kein Chaos. Ich hasse Chaos. Wollen die mal alle Chaos spielen? Chaos voller Kack. Chaos suckt. Deswegen bin ich ja auch immer hier der das Spiel eröffnet. Weil ich würde hier nie Chaos auswählen. Never. Hier, Chaos wollen wir nicht. Wir spielen der Klassik. Klassik ist das einzig Wahre. Boah. Für mich auf jeden Fall. Oh, Vertigo. Vertigo. Go, go, Vertigo. Und jetzt fangen wir wieder mit den Waden an. Ja, da kann ich ja erst bauen. Und die Wade steht. Die Wade ist einsatzbereit. Chillige Musik auf jeden Fall. Die chillt mich wirklich hart. Wollen wir jetzt einen Titan-Schrie damit senden oder? Ne, erstmal ein Roach. Sunspeed ist noch zu teuer. Leider Gottes. So, und gleich schon mal die ersten Upgrades hier machen. Bei dem ersten Nicht Hit. genügend Mineralien. Nicht genügend Und Mineralien. Upgrade können wir Nicht machen. genügend Ey, der splasht sowas von rein. Das ist so krass. Nicht genügend Mineralien. Ja, komm. Direkt das nächste Upgrade Nicht hinterher. genügend Mineralien. Jo, schön. Läuft. Ja, 37 Kills, 38 Kills und kommt bei den Gegnern was durch. Da kommt definitiv was durch. Kavalon, was machst du denn da, Kava? Kommst heute nicht aufs Cover, Kavalon. Kavalon, du kriegst heute leider kein Foto. Tut mir leid. Deine Posen waren einfach zu scheiße. You are dismissed, Kavalon. Fahr zurück nach Avalon. Und bam! Bam! Geheißt Haha aus Hamburg. Schade, wenn ich noch 11 Mineralien mehr hätte. Hätte ich mir schon wieder das nächste Upgrade holen können. Aber diese Lava-Crawler sind ja auch kein Problem. Die guten Crawler. So schön viel Income. Das macht mich glücklich. Ganz dolle. Oh, Kavallon, ob das was wird? Ja, ich denke auch hier nicht. Da kann ich gleich sogar schon Titan-Streeder noch senden. Nicht genügend Mineralien. So, den holen wir uns mal kurz dazu. Und jetzt einfach nächste Runde auch noch mal ohne. Und einem. Wadenfreund nur. Schon viel Gas jetzt. Traumhaft.
Na, und wenn ich liege, dann liege ich halt. Tja, Kavallon. Wieder kein Foto. Du hast noch eine Chance. Dann bist du leider dismissed. Du darfst nie wieder Squadron TD spielen. Nicht, dass wir wegen dir hier noch verlieren. Aber ach. Halb so wild. Ich bin ja mit dabei. Da müsst ihr keine Angst haben. So, schon plus 7 Income. Können wir uns vielleicht sogar nach der Runde sogar plus 8 noch holen? Nee. Wirklich nicht. Oh, 5 Mineralien mehr, ne? So, und jetzt sparen wir erstmal, denn die nächste Welle kommen schon die bösen Space-Kühe. Und die sind ganz schön gemein und wollen einen ansabbern. Die haben ganz viel Schaum und Gras zwischen den Zähnen, die Space-Kühe. Unter ihrer Glocke. Ah, noch 9, noch 8, noch 7, noch 6, noch 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt gibt's Kumasaka a la Agri. Und. Das ist ein Traum, ist das. So, jetzt holen wir uns gleich die zweite Wade noch dazu. Wade, fette Wade. Na, wird aber schon knapp. Nicht aufgeben, Wade. Du schaffst es. Ah, wird echt knapp. Aber die Wade lässt sich nicht unterwaden. Und da wurde geleakt. Ich bin mal von Titulus. Was alte Titanmonster. Kavallon hat es geschafft. Er hat ein Foto erhalten von mir. Du bist einfach Knorke. Und jetzt holen wir uns einfach mal die Elite-Wade dazu. Mal gucken. Aber sollte sie schaffen. Sie ist eine Elite-Wade. Sie hat stahlharte, muskulöse Fußballwaden. Und geht gerne auch mal in der Freizeit baden. ja. Gut. Marodeur noch mitschicken. Oder mal was Fettes. Oder mal so einen, ich denke mal, so ein Mutterschiffchor wäre natürlich mal ganz cool. Wenn wir das hinkriegen, wäre das schon angenehm. Gucken wir erstmal. Oh ja. Du geile Wade. Wade, Fade, Wade, Male. Oha, jetzt kriege ich aber schon ganz schön gut was abgezogen hier. Komm, zieh! Noch zweimal! Am Plus 3! Los, komm, zieh noch einmal! Ja, und da können wir uns rechtzeitig noch das Mutterschiff mitsenden. Und noch eine Wade hier mal hinpacken. Machen wir das jetzt überhaupt? Und gucken wir mal erstmal. Hoverlord. Doch, da sollte man nochmal eine Wade holen. Jetzt wird das übel. Wenn wir keinen Wadenfreund haben. Also, Hoverlords sind echt. Nicht ohne. Ach, Depots brauche ich auch schon wieder. Ah, ne, die holen wir uns jetzt noch nicht. Aber nächste Runde, weil dann können wir die 30 Gas noch behalten. Muss dafür irgendwie die coolen Einheiten kaufen. Oder Luschig, ne? Jo! Okay, die Elite-Waden gehen einfach mega ab. Gut. Nächste Runde kommen Roaches. Ach, wenn die Elite-Waden schon schaffen. Gehen wir einmal volles Risiko mal wieder. Ach, Mutterschiff. Schön. Warum ist denn hier ein Phönixbild drin beim Mutterschiff? Marodeur nochmal mitschicken. Schön 30 Income und kann mir sogar noch ein Gas-Upgrade holen. Hey, nee, ich will das Speed-Upgrade. Und gleich müssen wir uns mal darauf vorbereiten. Nächste Welle holen wir uns auf jeden Fall definitiv nochmal so eine Wade dazu. Oder upgraden die Wade zur Monster-Wade. Zur Elite-Wade. Ah, ich denke mal, das werden wir machen. Schön, plus 11 Gast. Was haben die hier? Plus 1. Plus 5. Plus 4, da bin ich mit meinem Elf doch ganz gut. Na, nicht, dass ich jetzt liege hier.
Sollen wir mehr Damage machen, ja? Ah, dann beschäftige ich die noch gut. Oh, da ist die erste Warte da. Was? Die laufen. Alter! Verarschen? Was hauen die denn einfach ab? Die hauen einfach ab! Ich habe noch nicht mal geleakt, aber die hauen ab! Wie frech ist das denn? Ja, das ist echt frech. Hm. Wollen wir zum Perserver oder. Oh, da kommen die Ziloten wieder. Benötige weitere Depots. Na, Depots auch noch bauen. Hm. Upgrade durchgeführt. Und noch eine dritte Wade dazu. Dann kriegen die Gegner ordentlich Wadenschmerzen. Ich stehe auf diese Waden, die finde ich echt cool. Mach ordentlich Druck. Oh ja. Ja, die drängen die gut weg. Ja, das läuft. Diesmal läuft's. Kein Ding. So, nachkommt Grim Reaper. Jetzt machen wir erstmal ordentlich Upgrades noch dazu. Auch nochmal eine Elite-Wade raus. Und. Och nee, das gehen wir jetzt noch nicht aus. Holen wir jetzt lieber nochmal einen Tank dazu oder sowas. Oh, 50 Income habe ich bis jetzt. Das ist so ein Traum. 50 Income, wenn man mal im Vergleich das zu den anderen sieht. 12, 17, 27 Katzen, ist nicht schlecht. Aber ich bin besser als Katzen. Zap, kann man schnell ausgeben hier. Yo. Oh, jetzt kommen gleich die Exotics. Obwohl, ne, dann muss lieber schnell nochmal einen Tank dazu. Komm, einmal noch. Zap, schnell noch einen Tank. Kommt wieder was durch. Von Titlus. Titolus. Ein Hochgenuss mit Titolus. Hm, warte oder nicht? Warte, warte, warte. Benötige weitere Depots. Noch mehr Depots schon wieder. Benötige weitere Depots. Ja, ja. Immer locker. Hey, cool. Da kann ich mir direkt noch eine Stratosphäre kaufen. Magnetosphäre, meine ich. Magnetosphäre-Resonator. Oh, schön. Phosphield. Plus 5, 45 Schild, das ist natürlich gut. Alter, gehen die ja richtig steil. Regeneriert sich sogar schon. Schön, schön. Ich hab noch ein Mutterschiff mit. Nächste Runde kommt schon in Festo aus und da macht sich das Mutterschiff immer ganz gut. Oha. Das sieht nicht gut aus. Er wird auf jeden Fall die nächste Welle nicht schaffen, wenn er sich nicht irgendwas Fettes verkauft. Und das war's für ihn. Ah, schickt man nochmal direkt einen Tank mit gleich. Na klar. 88 Income, sage ich dazu nur. Na schön, kriege ich auch ein bisschen Income für. Na, wir machen es möglich. Na, jetzt ist natürlich die Frage. Warte oder nicht warte? Ich glaube, wir holen uns erstmal so einen hier noch. Och nee, nicht wieder. Was kostet 20? Dann habe ich, glaube ich, genau die Mineralien, die ich brauche. Traumhaft. Göttlich. Drei super Elite-Waden, ein Archivar, eine Magnetosphäre. Und dann senden wir doch direkt nochmal
Noch ein Mutterschiff mit. Ja, warum nicht? Ja, das muss jetzt da laufen, ne? Natürlich nicht. Du ahnst es nicht! Mann, sind diese Viecher einfach imba. Und jedes Mal scheitere ich an diesen Scheißviechern. So, erstmal Upgrades. Nicht gut. Ah, da sind noch ein paar Einheiten. Du hast noch eine Menge durch. Das ist eine ganz schöne Menge. Oha, oha. Hey! Haha! Hey, ist jetzt nicht so gedacht. Schön. Gefällt mir. Oh ja. Ah, es hat dann auch alles geklappt. Ja, so, jetzt kann ich erstmal die Upgrades wieder auspacken. Machen wir erstmal wieder voll. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal... Ja, mache ich das Speed-Upgrade hier nochmal dazu. Werde jetzt ja auch nichts mehr verändern. Die nächsten Wellen sollte ich auf jeden Fall schaffen. Die komische Gantipeden da. Jetzt upgrade ich erstmal unser gutes System hier. Easy! Gut, sind Festos, die sind so imber. Irgendwas mach ich da immer falsch. So einfach jetzt volle Pulle. Volle Pulle upgraden das Gas. Alles was geht. Bauen wir mal den Prismatik-Resonator aus. Na, gucken wir mal. Was kommt in die nächste Runde? Hydralisken? Och, nö, bauen wir nicht aus. Es wird nur noch investiert, wird hier jetzt nur noch. Jetzt auch Fett-Upgrades. Denk nochmal mit rüber schicken. Na klar. Mach mal einen Tank mit schicken. Gar kein Problem. Was kommt danach? Brutlord. Okay, die sind schwer. Sollte ich jetzt doch erstmal ein bisschen sparen noch. 18 ist ja schon ganz in Ordnung. Ah, da kommen auch ein paar Hydras endlich mal durch. Aber gegen die Bootlords müssen wir auf jeden Fall was machen. So. Benötige weitere Depots. Bauen wir den mal aus. Benötige weitere Depots. Matriarch bauen wir jetzt erstmal. Stellen wir mal so dahin. Hm, noch eine Wade oder nicht, ist die Frage. Wade oder nicht Wade, das ist die Sache. So, ich hoffe, das passt. Aber es sieht doch ganz gut aus. Oder doch nicht? Oder doch? Doch! Doch! Ja! Bäumchen! Kein Problem. Oh, schaffen wir. Das schaffen wir.
Da kommt auch gut was durch. Ja, herrlich. Welche Runde haben wir jetzt? Jetzt kommen die Mottels. Oh, jetzt haben wir einen Archivar dazu. Bauen wir auch nochmal aus. Ach, dann müssen wir jetzt erstmal das Upgrade hier wieder machen. Benötige Upgrade durchgeführt. Naja, klar. 22 Income. Ah, das geht schon enger auf jeden Fall. Oha, schaffen wir das diesmal nicht? Ah, doch, klar. Die laufen. Jetzt machen wir erstmal ein bisschen Upgrades hier noch. Attack Speed und mehr Energie. Ein bisschen Schaden dazu holen. Und das war schon wieder oder was? Och Mann. Das gibt's doch gar nicht. Warum spiele ich mal mit solchen Noobs zusammen? Kann mir das irgendwer sagen? Ich finde es scheiße. Ich bin immer so Pro-Gamer-like unterwegs. Oder ja, die reißt mich immer runter. Ihr reißt mich runter, wie ihr sehen könnt. Von allen Typis hier weit gehe ich ganz weit im Abstand am meisten Punkte. Unglaublich. Unglaublich schlecht. Nee, 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 nee. Echt ärgerlich. Aber ich weiß ja, dass ich wahrscheinlich alleine, auch sagen wir mal, wenn ich 1 vs 4 gespielt hätte, wahrscheinlich gewonnen hätte. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Agri, haut rein und viel Spaß beim Zocken.